Ja, ich bin zurück auf der Straße. 4 Nächte war ich jetzt in Antofagasta. Hab auch Social Media Pause gemacht, also keine Tagesberichte geschrieben. Hab einfach nur entspannt. Aber jetzt bin ich wieder zurück auf der Straße. Hier ist nicht viel los. Demnächst kommt eine Einkaufsmöglichkeit und dann 120 Kilometer gar nichts mehr. Deswegen muss ich da unbedingt ordentlich Wasser einkaufen. Essen und so habe ich eigentlich genug bei. Der Wind kommt heute von hinten die ganze Zeit schon. Läuft richtig super. Das war ein schöner Hotspot, Foto-Hotspot, und Thomas war dort. Gut, über eine Stunde habe ich mich jetzt hier aufgehalten mit Warten und ja, Fotos machen. Jetzt geht es aber weiter. Ich muss auf jeden Fall ja, den Wind ausnutzen erstmal, um so weit wie möglich zu kommen heute. Was ist der Name Español? Arco Iris. Como le dice usted? Regenbogen. ¿Cuánto? Regenbogen. Sí. En inglés es Rainbow. Ah. Rainbow en inglés. Regenbogen. Ah. Ihr habt es gerade gesehen im Video. Mein Amigo Paris. So hat er sich vorgestellt. Paris hat mich aufgegabelt und ja, hat mich jetzt zur nächsten Kiosk gebracht, beziehungsweise Restaurant. Das Restaurant kommt da hinten, Tankstelle. Und dort werde ich jetzt mein Wasser auffüllen und dann werde ich weiter radeln. Es geht jetzt los. Hab ganz schön zu tun gehabt beim Zeltabbau. Der Wind war so heftig da gewesen, dass ich ja so schnell wie möglich das Weite jetzt gesucht habe. Es ist jetzt 9.29 Uhr, also 9:30 Uhr. Und ja, schaut mal aufs Tacho. 22, 23 km/h. Ich trete nicht in die Pedale. Das heißt, ich habe Rückenwind. Ja, so kann es hoffentlich den ganzen Tag weitergehen. Mal schauen, ob es so bleibt. Auf geht's, Geneunto Amerika 4.0, Tag 45. Und da geht's lang. Thank you.
trop tard. Avant que je me retrouve en retard. Taper sur VE1 Ja, bei mir gibt es jetzt Frühstück. Ich habe noch ein Ei von gestern, das ich geschenkt bekommen habe. Ein belegtes Brötchen mit Fleisch, Banane und eine Tomate. Bis Santiago sind es jetzt nur noch 293 Kilometer. So, ich bin in Santiago de Chile. Ich habe es endlich geschafft. Oh, so lange hat es gedauert, die Panamericana von New York bis Santiago. War ein hartes Stück Arbeit. Vom 28. September 2018 bis zum 1. März 2023. 4 Anläufe habe ich gebraucht. Aber jetzt habe ich es geschafft. Bin so happy, glücklich. Und sage jetzt Dankeschön, vielen Dank, dass ihr mich all die Jahre begleitet habt. Ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder beim nächsten Abenteuer, wenn es heißt, den 9-2, Punkt, Punkt, Punkt. Adios, ciao, bis bald.